Wunderbare Reich. Hakuna Matata, diesen Spruch sag ich gern. Hakuna Matata gilt stets als modern. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Leg los, Kleiner. Keiner nimmt uns die Philosophie. Hakuna Matata. Ich liebe Musicals und dann so eine riesengroße, tolle Bühne. Hallihallo, liebe Trickbox-Freunde. Ihr wisst bestimmt schon, worum es heute bei uns geht. Ganz klar um das Musical Der König der Löwen. Und das spielt im Land des guten Löwenkönigs Mufasa. Der bekommt einen Sohn geboren, habe ich ja gerade eben auch gespielt. Und dieser Sohn Simba soll Herrscher des Löwenreichs werden. Was ein Musical ist, wisst ihr wahrscheinlich alle. Ein Theaterstück mit toller Musik, Gesang und Tanz und im Fall vom König der Löwen mit fantastischen Kostümen. Wie man als Kind Musical-Darsteller beim König der Löwen wird und wie sich die Darsteller auf ihren Auftritt vorbereiten, das schauen wir uns heute mal ganz genau an. Außerdem zeigen wir euch das Casting der Kinderdarsteller beim König der Löwen. Ihr seht den Trickbox-Trickfilm Emma weiß von nix und im Filmtipp stelle ich euch einige Highlights der Berlinale vor. Das Musical Der König der Löwen läuft seit 3 Jahren und zwar 8-mal pro Woche und immer sind Kinder mit auf der Bühne dabei. Wir schauen uns jetzt mal den ersten Schritt auf dem Weg zum Musical-Star an, das Casting. So, dann kommt mal rein. Bei dem Casting zeigen die Bewerber den Musical-Trainern, wie gut sie singen und tanzen können. Aber wie haben die Kinder von dem Casting erfahren? Meine Oma, die liest immer Zeitung. Und von der habe ich dann erfahren, dass sie wieder neue Kinder suchen. Und ja, da hat sie mich gefragt, ob ich nicht mal Lust dazu hätte. Eins, zwei. Und für drei, alle, die Lust haben, vier, geht das Casting jetzt mit Tanzen los. Ich erkenne, ob die Kinder ein guter Darsteller wird. In dem, wie die also mit der Schrittfolge umgehen kannst und ob du viel Spaß dabei hast. 5, 6, 1! Deswegen übt Philipp mit den jungen Musical-Fans bestimmte Tanzschritte ein. Dabei kann er sehen, wer es schaffen könnte, auch längere Schrittfolgen im Musical zu tanzen. Jetzt geht es weiter mit dem Gesangscasting. Denn Musical-Darsteller sollen ja nicht nur toll tanzen, sondern auch richtig gut singen. Die Kinder müssen in der Lage sein, einfache Lieder, die ich vorspiele, nachzusingen. Einfache Tonfolgen nachzusingen, sauber nachzusingen. Und die Stimme soll klar und hell klingen. Damit Tjaart ganz genau beurteilen kann, wer so eine Stimme hat, lässt er jeden Casting-Teilnehmer einzeln vorsingen. Ja, ich glaube, ich habe das geschafft. Tanzen ist ein bisschen besser gelaufen. Beim Singen, da treffe ich die hohen Töne immer nicht so gut. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt weiterkomme oder nicht, aber muss mich mal überraschen lassen. Okay. Nach einer Stunde ist das Casting für die Gruppe abgeschlossen. Die Trainer besprechen dann mit den übrigen Ausbildern, welche Teilnehmer für den nächsten Schritt auf dem Weg zum Musical-Darsteller, dem Basistraining, in Frage kommen. Jetzt heißt es warten. Wer es geschafft hat, bekommt in den nächsten Wochen Bescheid. So wie Nikita. Sie bekommt jetzt professionellen Gesangsunterricht. Immer frei vor der Fahrt. Mir gefällt am Training besonders gut das Tanzen, weil ich das noch nicht so gut kann und es dadurch mehr üben kann. 35 Kinder gehen einmal die Woche zum Basistraining und üben professionell Musical singen und tanzen. Ich habe mich mal erkundigt, warum eigentlich so viele Darsteller für nur 2 Kinderrollen trainiert werden.
Es ist nämlich so, dass die Kinder nicht nur zu alt oder zu groß werden oder einfach keine Lust mehr haben. Es gibt ja auch Gesetze, die genau regeln, wie viel Kinder arbeiten dürfen. Brille bitte. Kreide. Das Musical Der König der Löwen wird pro Woche genau 8-mal aufgeführt. Das Jahr hat 52 Wochen. Das bedeutet, in einem Jahr wird das Musical genau 416 Mal aufgeführt. Ganz schön viel. Nun, das Musical ist eben beliebt. Ein Erwachsener darf arbeiten so viel und so lange er möchte, aber Kinder dürfen nicht mehr als 30 Tage pro Jahr arbeiten. Und da merkt man sofort, das passt nicht zusammen. Es muss also viele Darsteller geben, die sich immer wieder abwechseln. Das bedeutet, die Kinder, die wir vorhin beim Proben gesehen haben, sind nicht die, die heute Abend auf der Bühne stehen. Sonst hätten sie zu viele Stunden. So, aber jetzt genug gerechnet. Wir suchen jetzt Martin und Schieber. Das sind die beiden Darsteller, die heute Abend auf der Bühne stehen werden. Die kommen hier pünktlich um 18 Uhr an, also genau 2 Stunden vor der Show. Hi, oh, hallo. Da. Die Musical-Darsteller müssen sich vor ihrem Auftritt natürlich erstmal warm machen. Das heißt, eintanzen und einsingen. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Genau. Und jetzt machen wir uns gegenseitig leise, indem wir ein langes Schick mir schön ihren Bauch los. Warm singen heißt, erstmal den Körper und den Mund lockern. Und dann ist die Stimme dran. Auf der Bühne müssen Martin und Schieber ja gleich den richtigen Ton treffen. War's schon. Dann wünsche ich euch eine schöne Show. Danke. Zusammen runter. Tam, tam und eins, zwei, drei. Schieber und Martin fünf, gehen mit sechs, ihrem Tanztrainer sieben, noch einmal acht, alle Schritte eins, durch. Zwei, drei, vier, fünf. Das macht die Muskeln weich und warm. Außerdem haben sie so auch ganz sicher alle Tänze im Kopf, wenn es gleich auf die Bühne rausgeht. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Hakuna Matata. So, ab in die Maske. Ja, noch nicht. Was ist los? Wo sind sie hin? Los, hinterher! Eine halbe Stunde brauchen Martin und Schieber vor jedem Auftritt in der Maske. Zum Schminken und zum Haarestylen. Das Mikrofon wird auf dem Kopf festgeklebt und sendet die Stimme per Funk. So können die Darsteller sich ohne Kabel ganz frei auf der Bühne bewegen. Kostüme für alle Darsteller sind extra angepasst. Sie müssen ganz eng und trotzdem bequem sitzen, damit sie beim Tanzen nicht rutschen und auch nicht kneifen. Boah, jetzt habt ihr eure coolen Kostüme an. Wie fühlt man sich eigentlich in so einem Kostüm, Martin? Ja, das ist nicht so leicht wie vorhin zu gehen. Sie sind schwerer. Nur noch wenige Augenblicke, noch eine Viertelstunde, dann steht ihr auf der Bühne. Wie fühlst du dich? Puh, aufgeregt. Und du? Auch geht's, ja. Wünscht ihr euch irgendwie Glück, bevor ihr auf die Bühne geht, oder was macht ihr? Eigentlich mache ich gar nichts. Ich mache nur schnell meinen Text, damit ich das nicht vergesse. Ja, und dann hoffe ich noch alles, dass Gute geht. Was ist denn das Schwierigste an deinem Auftritt? Wo ist denn so die Stelle, wo du sagst, oh, das ist kritisch? Tanzen und singen, weil beim Tanzen
Also dann kriegt man keine Luft mehr, dann muss man noch singen. Das ist schwer. Okay, ich wünsche euch alles, alles Gute. Tolle Show, guten Auftritt, viel Erfolg und bis dann, ja? Ja. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Also das hier muss der Umkleideraum für die Erwachsenendarsteller sein. Boah, ganz schön schwer. Also da haben Martin und Shiba wirklich Glück, dass sie nicht mit solchen Kostümen auf der Bühne tanzen und schauspielern müssen. In 10 Minuten geht es los. Ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit, um noch eine eurer Trickbox-Trickfilm-Premieren anzuschauen. Übrigens, der Film, der jetzt kommt, lief auf dem ersten Trick... Da ist Emma ja ganz schön reingefallen. Wirklich eine witzige Geschichte und auch die 3D-Animation ist euch klasse gelungen. Vielen Dank für diesen schönen Film. Übrigens, wenn ihr auch mal so einen Film machen wollt, dann findet ihr alle nötigen Informationen im Internet unter www.trickbox.de oder im Videotext auf der Tafel 408. So, und jetzt müssten unsere Darsteller eigentlich auch soweit sein. Shiba und Martin sind beide schon über 30 Mal aufgetreten. Und trotzdem sind diese Sekunden direkt vor dem Auftritt total aufregend. Alles Gute! Toi, toi, toi! Danke. Vielen Dank! Tschüss! Tschüss! Denn hier warten 1800 Zuschauer auf die Show. Martin und Shiba sind zwei von insgesamt 40 Darstellern, die 3 Stunden lang den König der Löwen singen und tanzen. Martin und Shiba sind aber nur bis zur ersten Halbzeit dabei. Dann müssen sie ganz schnell nach Hause, denn schließlich müssen sie morgen auch, wie alle anderen, um 8 Uhr in der Schule sein. Das war's für heute.